Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Far Cry 3. Wir haben irgendwas gemacht, die letzte Folge. Die Aufnahme der letzten Folge war scheiße lange her und das ist ein Tiger. Warum ist ein Tiger? Verpiss dich, Tiger, verpiss dich! Ja, halt die Fresse! Geh weg, du Wichstiger, geh weg, geh weg, geh! Ja, ich sterbe, ja. What the fuck? ich wurde von einem Tiger zerfleischt. Ich habe dem Tiger nichts getan. Und der zerfleischt mich einfach. So ist das Leben. Ich kaufe mir mal... Ich weiß echt nicht, was wir letzte Folge gemacht haben, aber ich weiß, dass ich mir einen Timer stellen muss. Ja, habe ich fast vergessen. Ja, was hole ich mir denn? Sturmgewehre. Die F1 ist beschissen. Deswegen nehmen wir erstmal wieder die. Anpassen. Erweitertes Magazin. Ausrüsten. Statt der hier. So, jetzt haben wir auch wieder Chancen gegen einen Tiger, hoffe ich. Die F1 war ja eine 3-Schuss oder so. Es sei denn, ich habe da jetzt gerade voll gefailt und habe das gleich mitgekriegt, dass es gar kein nicht mit 3-Schuss war. Egal. Gucken wir mal auf die Karte. Was haben wir vor? Was wollen wir tun? Ich würde sagen, wir... Folgen der Story. Jetzt genau. Gehen also nach Bad Town und um da Story-relevante Story zu machen. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Doch, wir waren bei dem Mann in Weiß, ne? CIA, Drogenfelder verbrennen, jemanden von heute retten, Oliver retten, da kann ich mich dran erinnern. Jets Vergangenheit sehen, Hörspiel anhören. Ja, sorry dafür, dass die eine Folge beim Rendern so misslungen ist. Ich habe auch die Originaldatei nicht mehr. Bisschen schade. Ich bin da überlegen, die nochmal zu rendern mit einem Kaminbildchen, aber ich glaube, das wird nichts. Die ist jetzt einfach nur schwarz und ist natürlich nicht so cool, aber... Ja. Ach genau, Buck. Der hat doch hier Keith. Bist du Buck? Ich hab nicht Geburtstag, dann ist wohl Weihnachten. Ich suche meinen Freund, Keith. Nee, sorry, da klingelt nichts. Du hast ihn von heute gekauft. Ah, den. Er sagte, er heißt... Oh. Ein Brüller. Also gut, dann reden wir Klartext. Du bist Jason Brody? Hey, hör zu. Ich will nur Keith. Jason. Wir sind doch nicht alles Wilde hier. Wir sind Geschäftsleute, Kapitalisten. Ich habe etwas, das du willst, oder? Mein Produkt. Und du hast auch etwas. Und was soll das sein? Oh, nur ganz ruhig, Jace. Vorsichtig. Legst du mich um, kriegst du ihn nie. Finde den für mich. Sehr schön. Und du und ich sind quitt. Und Keith gehört ganz dir. Bring mir was Verlorenes. Den Dolch habe ich schon mal gesehen. Dolch? Ein Dolch? Das ist kein scheiß Dolch. Das ist Kunst. Da steckt mehr Geschichte drin als in euren Arschbacken. Das ist mein Preis, klar? Wo ist er? Dieser Schatzsucher, der wusste, wo er ist. Aber was, schnappte sich das Boot, während der nach einem chinesischen Schatz wühlte? Und was bekam er noch? Den Dolch. Nein, nicht den verfickten Dolch. Seine Position. Du willst Keith zurück? Geh zu dem verdammten Boot und finde heraus, wo das Artefakt verbuddelt ist. So, und jetzt ab. Verpiss dich! Mhm. Ich glaube, ich würde ihn gerne umlegen. Das wird bestimmt witzig. Also, ihn umzulegen, das wäre jetzt so... Also der Typ ist halt so ein richtiges Arschloch. Aber Jason hätte ja ruhig ein bisschen netter sein können. Hätte nicht geschadet, aber egal. Wir gehen zu dem Boot, zum verfickten
Boot und finden den verfickten Dolch, der... Ach, da hinten, toll, ja. Du mich auch. Du mich auch, mein Lieber. Da kann ich mal einen vernünftigen Körper machen, die... Was eine Sau. Ja, also ich bin gerade in der Urlaubsvorproduktion. Kann das so nennen? Ja, kann man. Das heißt, ich werde jetzt kürzere, immer 15-Minuten-Folgen versuchen, hier in den Start zu bringen, weil ich brauche viele Folgen. Wegen täglich hochladen und ich habe nur noch 10 und fahre die nächsten Tage, Wochen, Monate mehr. Die nächsten Tage mal in Urlaub und, ist dann halt schöner, wenn man ein, zwei Folgen mehr hat. Deswegen kürze Folgen, auch teilweise 10 Minuten, wenn sich das anbietet. Sorry dafür, aber ich brauche Folgen. Ja, so einfach ist das. Ja. Außerdem gibt es zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, sind es gerade, ich glaube, 48 Abonnenten. Das heißt... halt die Fresse. Auto, lebe. Du statt mir mal lieber aus, das wird mir zu brenzlig. Das heißt, im Klartext, bald gibt es 50 Euro Special. Ach komm, ey. Ich springe einmal hoch und leder mich so ein klein wenig ab und die Pussy verliert den ganzen fucking Lebensbalken. Und mit Jason Bro, und ich kann nur nicht mal Meter tief fallen. Oh. Eine Pussy, ey. Naja, okay. Auf jeden Fall... Brauche ich mal Jetski. 400 Meter raus aufs Wasser. Und toll. Ihr kriegt mich nicht. Tschüss. Ich habe ein Jetski. Ich bin schneller als ihr hier unten. Ihr könnt mir gar nichts. Ich bin Bulletproof. Wir spielen Battlefield. Gibt's jetzt auch Jetskis? Oh, das ist nicht cool, der Absprung. Wo ist das fucking Boot? Ach, nee, da. Ja, da. Hoch. Muss ich jetzt irgendwie hochkommen? Und dass mich die Schurken sehen. Das wäre aber ganz gut. Hallo, geh da hoch. Alter, boah, ich wundere mich, was ist das denn jetzt? Direkt vor mir so. Erstmal ein bisschen stealthy. Hättest du nur ein Kondom benutzt. Schön, dass ich die Sprüche nicht wiederhole. Das gefällt mir sehr gut. Naja, es ist ja so, dass alle ein Kondom benutzt haben hätten sollen. Bin ganz zu faul, die Kamera rauszuholen. Ach du Scheiße! Meine Fresse! Hat ja funktioniert mit dem Schleichen! Da lebt er noch! Du machst mir neue Löcher? Ich glaub nicht. Wie funktioniert das denn? Hat ja geklappt. Wollen wir mal... Kann man nicht eigentlich... Bin ich jetzt so auf dem Boot? Natürlich nicht. Ist ja auch immer so. Ich bin ja auch nicht mit einem Boot hierher... Achso. Warum saß ich denn nicht auf diesem verdammten Boot? Ich bin da noch nicht so früh ausgestiegen. Ich fahre bis mit dem Boot ziemlich nah ran. Ich glaube, die sehen mich nicht. Ich hoffe mal. Ne, tatsächlich. Die sind strohdumm und merken kein heranfahrendes Jetski. Okay, die bemerken doch ein heranfahrendes Jetski. Hätte ich ja nicht mit gerechnet. Ja, was soll ich tun? Egal, komm. Das Messer. What? Nein, 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 nein. Oh, geil. Puh.
Ja, ich habe Fähigkeitspunkte erhalten. Cool. Headshot. Also, um es mal aufs Protokoll zu führen. Du hast nicht mich, ich hab dich. Oh nein, das ist so ein Fetter, das ist so ein Fetter. Fuck, 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 fuck. Ich sterbe. Die Fetten sind hässlich. Hab ich irgendwas Vernünftiges an Waffen? Das ist ein LMG, ja, gut. Diese Typen sind so fett, ey. Ich kann die gar nicht ab. Ja, jetzt, dass hier der Fette down ist, ist, glaube ich, auch alles. Ach, keine Medizin mehr, okay. Zappt dir die Kugel aus dem Leib, mach ich auch immer gerne. Ne, mir geht's gerade scheiße, dann einfach mal Kugel aus dem Leib. Und dann bin ich wieder voll am Start. Dieses LMG ist echt so schwammig. Was mache ich da eigentlich für einen Kack? Ich bin noch mein Sturmgewehr, das ist nicht ganz so. Ich meine, ich könnte natürlich Leute jetzt alle plündern, aber ich bin gerade zu faul. Ja, wir wollen hier mal straffe Folgenführung haben. Ah, ich habe noch 30% Akku, dammit. Das ist toller, modern Smartphones, ne? Oder weniger modern Smartphones. Like a Mainz. Ist jetzt nicht ganz so modern, aber es ist ein Smartphone. Ich weiß nicht, womit ich darauf, worauf ich hinaus wollte. Aber es ist auf jeden Fall ein Smartphone, also. Da geht's rein, okay. Die Klaue Ottermann Bar, wie es aussieht. Mein Gott, dieser Witz war beschissen. Das war nicht mal ein richtiger Witz, das war eigentlich nur so ein Zitat. Wer es kennt. Ich muss die Daten finden. Oh, du musst die Daten finden. Scheiße! Nein! Aju! Was zur Hölle? Nur weil ich jetzt C gedrückt habe, einmal aus Versehen. Piraten sind auf dem Schiff. Ich glaube, da wird nichts mit. Nee, ich glaube, ich lasse dich mal umbringen. Und mach das Ganze nochmal, weil das nicht so cool ist. Elf Minuten sind wir schon. Ich glaube, ich werde kurz, Ich werde jetzt mal einen Folgencut machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich. Dann könnt ihr den Daumen nach oben geben, wenn ich dann nicht, dann könnt ihr in den Kommentar schreiben, warum. Und tschüss und bis zur nächsten Folge.